Ja, hier sieht man, wie ich eingeloggt bin bei GPT-3. Das Tool ist von OpenAI gemacht. Ich muss mich hier einloggen und mit der Zeit auch etwas dafür bezahlen. Also man sieht hier, ich habe ein Konto für GPT-3. Das ist nötig, damit man das verwenden kann, aber es ist schnell gemacht. Jetzt bin ich auf diesem Playground. Man sieht hier, damit man das professionell nutzen kann, müsste man ganz, ganz viele Einstellungen auch vornehmen. Ich habe das jetzt einfach im Grundsetting gemacht und ich schreibe jetzt eine möglichst präzise Anleitung. Also schreibe einen Blogpost von rund 500 Wörtern, in dem es um Schreiben mit digitalen Werkzeugen geht. Und dann drücke ich Submit und jetzt schreibt GPT-3 diesen Text für mich. Und ich kann es dann auch weiterarbeiten lassen. Schau, wenn ich nochmals mitdrücke, genau. Dann geht es weiter und es schreibt jetzt einfach diesen Text runter und ich kann den kopieren. Das ist, was GPT-3 macht. Also ich gebe hier einfach einen Prompt ein. Also ich kann jetzt auch alles nochmal löschen und kann jetzt mal schreiben, verfasse eine Zusammenfassung des dritten Akts von Schillers, Maria Stuart, von Schillers Drama Maria Stuart. Und jetzt mal schauen. Das scheint jetzt schon fertig zu sein. Also ich müsste wahrscheinlich eine etwas längere Zusammenfassung eingeben, wenn das jetzt für die Schule wäre. Aber man sieht jetzt hier schon deutlich, dass sich Schulaufgaben problemlos so erledigen lassen.